Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Isaac Afterbirth. Und ja, ich will nicht ganz lange quatschen. Wir haben beim letzten Mal verkackt mit Lost. Und wir werden heute aber trotzdem nochmal Lost spielen, denn ich möchte jetzt langsam Megasatan schaffen, ne? Ich weiß, Lost ist für manche vielleicht ein bisschen nervig. Aber ich habe tatsächlich echt Spaß an Lost. Curse of the Labyrinth habe ich eigentlich keinen Spaß. Ja, und wir gucken mal, was wir so bekommen. Beim letzten Mal hatten wir ein bisschen Pech. Butt Bombs. Ja, ist okay. Ne? Haut mich jetzt nicht um, aber es ist okay. Dann haben wir hier. Ja, ist auch sehr sexy. Ja, beim letzten Mal hatten wir ein bisschen Pech. Ne? Wir haben irgendwie keine Holy-Räume bekommen. Ich weiß nicht warum. Irgendwann war das komisch. Ja, und ich hoffe, dass wir diesmal ein bisschen mehr Glück haben und dass wir ja, vielleicht auch mal einen Engelsraum kriegen. Damit wir auch ja, Schlüsselteile bekommen, weil wir haben ein Schlüsselteil bekommen. Es war ja noch nicht mal sicher, ob wir eventuell noch ein weiteres bekommen. Ne? Da bin ich ja verreckt, weil ich halt getiltet habe. Schaden, ich weiß gar nicht mehr. Wir hatten Epic-Hack, ne? Ich hatte mich selber weggesprengt damit. Das war so ein bisschen das große Problem. Ansonsten war der Damage eigentlich ganz okay. Epic-Hack ist halt eigentlich ein sehr geiles Item. Aber ja, das Risiko, sich selbst wegzusprengen, ist halt relativ hoch. Ne? Das muss man einfach sagen. Und dementsprechend ist das mit dem Item immer ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass wir tolle Items bekommen. Das Gute ist, wenn wir relativ früh einen Engelsraum kriegen, dann können wir eventuell sogar noch Teufelsdeals eingehen. Ne? Das ist halt der große Vorteil, den wir haben, weil wir dann ja die Schlüsselteile haben. Und mit Lost Teufelsdeals einzugehen, ist eigentlich immer sinnvoll, weil du ja alles umsonst mitnehmen kannst. Schön alles für lau. Oh, das war sick. This war sick. So, was haben wir denn? Den Synthol. Den Synthol. Ich dachte erst, es wäre Speedball. Das ist sehr geil. Wir haben ein ordentliches Damage Upgrade. 5,19 haben wir jetzt schon. Und auch nochmal Shot Speed war es, glaube ich. So, was haben wir hier? Zwei Bomben. Wir machen mal da noch nicht. Ich hatte schon mal diesen Bug. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber ich glaube, es ist sogar gewollt, dass wenn du beim Bosskampf Schaden bekommst, und dann in die nächste Ebene gehst und direkt in den Sündenraum gehst, kann es sein, dass du stirbst. Weil das irgendwie nicht resettet wird. Ich weiß nicht warum, aber das war schon mal bei mir der Fall, dass es so war. Und das ist echt retarded. So. Der Boss. Wir können eigentlich direkt auch zum Boss gehen. Das macht eigentlich sogar Sinn, weil... Ja, das machen wir. Das macht eigentlich Sinn. Little Horn. Little Horn ist tatsächlich eigentlich relativ leicht. Es gibt so ein paar Bosse, die sind halt ätzend, ne? Sowas wie zum Beispiel dieser, na, wie heißt er denn? Dieser Mumifizierte, ne? Ihr wisst, welchen ich meine, glaube ich, ne? Na, der ist halt relativ behindert, so. Wenn du wenig Schaden hast. Ich meine, 5,19 Damage hört sich jetzt erstmal nicht viel an, ist aber eigentlich schon für die zweite Ebene echt sick, ne? Wir töten den Boss relativ schnell, wir töten... Wow. Damage und Rage Up. Yep. Was haben wir hier? Okay. Müll. Gut, gehen wir raus. Ja, ist eigentlich schon ganz sick. Wir haben jetzt 5,86 Schaden sogar schon. Und können damit auf jeden Fall hier viel, viel leichter durchkommen. Wir müssen mal schauen, dass wir uns noch den Schatzraum und alles holen. Sündenraum haben wir ja schon. Ja, Teufelsstil war ja zu erwarten, ne? Dass man in der ersten Ebene einen Teufelsstil bekommt, also wo man einen, so einen Raum haben kann, ist eigentlich immer normal. Dass wir den jetzt nicht mitgenommen haben, ne, gibt uns auf jeden Fall eine Chance eventuell auf einen Engelsraum. Ich bin gespannt, ob wir diesmal mehr Glück haben. Chemical Peel, das ist nicht Epic Hack. Man denkt immer sehr schnell, das ist Epic Hack. Ist es aber nicht. Na, da muss man differenzieren. Epic Hack ist diese kleine Flasche ohne diesen Totenkopf drauf. Aber Chemical Peel ist auch gut. Ist nochmal ein kleines Damage Up. Leider nur für eine Hälfte, also nur für eine Gesichtshälfte. Was sehr schade ist. Aber es geht eigentlich. Ne? Wenn wir noch eine gute Feuerrate bekommen irgendwie. Vielleicht kriegen wir noch mal so eine Attack-Speed-Upgrade durch ein Item. Dann passt das eigentlich. Wir gucken uns natürlich auch alle Räume an. Ne? Wir haben jetzt hier keine Eile. Mega-Satan ist das einzige Ziel. Das heißt, wir müssen eigentlich alles andere können wir super leicht und easy machen. Es wäre eigentlich auch sinnvoll, wenn wir sowas wie Hush machen. Oder eventuell den Boss-Rush. Aber das Problem ist, dass der mit Lost einfach zu schwierig ist, ne? Was haben wir denn hier? Oh. Das ist eigentlich ganz geil, der Teil. Aber das Problem ist, das bringt halt nur was, wenn du Begleiter hast.
Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich ganz okay, aber weiß nicht, es bringt halt wirklich nur was, wenn du Begleiter hast. Und die einzigen Begleiter, die halt richtig geil wären, wären solche Begleiter, die du halt in einem Dings bekommst, in einem Teufelsstil. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da welche kriegen. Okay, gucken wir mal nach. Okay, nächste Ebene. Wir können einfach in die nächste Ebene gehen. Haben jetzt hier alles fertig. Ich hoffe auf den Engelsraum jetzt. 16,88% Chance ist nicht viel. Aber ich hoffe trotzdem drauf. Kampfraum. Wir müssen mal gucken. Letztes Mal habe ich auch irgendwie keinen Unterschied gemerkt. Obwohl doch, wenn ich den Bettler gefüttert habe, da war irgendwie ein Unterschied. Ne? Aber nur ein minimaler. Das war irgendwie auch ziemlich nervig. Ich weiß auch nicht warum. Weil normalerweise, wenn du diesen Bettlern Münzen gibst, dann steigert sich deine Chance auf einen Engelsraum erheblich. Weil du halt was Gutes getan hast, ne? Den armen Bettler da mit Münzen voll zu stopfen. Auch wenn er manchmal immer ein bisschen gierig ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das heute machen können. Ob wir heute genügend Münzen dafür bekommen. Oh, den Raum kenne ich doch. Machen wir das so. Können wir noch ein bisschen aufdecken, ne? Die Sun brauchen wir sowieso nicht. Wir können uns damit eh nicht heilen und von daher ist eigentlich Wurst. Tears down. Ja, nice. Game Kit. Das ist gar nicht mal so schlecht. Der Game Kit ist echt okay. Ja, wir sind kurze Zeit unbesiegbar. Können Gegner essen. Oh, das ist nice. Und gleichzeitig uns dafür heilen. Ja gut, das macht bei Lost natürlich keinen Sinn, ne? Merkt das selber, aber das unbesiegbar sein und Schaden machen, wenn wir die Gegner anbeißen, ist eigentlich ganz cool. Normalerweise hat man in diesen Golddingern eigentlich immer ein Dings drin. Ein Nickel oder Dime oder sowas. Aber wir haben natürlich kein Glück. Ja. Hep. Nice. So, da oben haben wir noch den Sündenraum. Hep. Wow. Warum mache ich solche greedy Sachen? Das verstehe ich nicht. Uff, okay. Wir gehen noch nicht zum Boss. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Ich würde gerne in den Shop gehen. Ich würde auch gerne noch den Secret-Raum holen. Das können wir sowieso noch machen. Ne? Secret-Raum sollte eigentlich eh kein Problem sein. Und was würde ich noch gerne machen? Sündenraum auf jeden Fall. Also wir haben noch ein paar Sachen, die wir hier zu tun haben. Joker. Tour of Clubs. Ja. RIP, würde ich sagen, oder? RIP in Macaronis. Sehr gut. Dafür können wir die Bomben gut gebrauchen. So, dann. Wir brauchen immer noch einen Schlüssel. Warte, hier. Vielleicht haben wir Glück. Rock. Aber ein Schlüssel, immerhin. Gut, das heißt, wir können schon mal einen Schlüssel holen. Wir können den Secret-Raum hier noch machen. Hm. Black Lotus. Ja, normalerweise würde ich mich über dieses Item sehr freuen. Aber in dem Szenario hier ist es komplett useless. Ah, wir kriegen aber auch keine tollen Sachen aus diesen Kisten, ne? Ich fühle mich schlecht. Gut, wollen wir mal hoffen, dass der Shop eventuell noch was Tolles drin hat. Wir haben 18 Münzen. Mom's Key. Ja. Okay. Mom's Key, was war das denn nochmal? Less is no more, das war doch irgendwas. Ach, ich vergesse das immer. Das sind so Items, die mich echt nicht interessieren eigentlich. Da. Higher chance to get more consumable drops. Okay. Oh. Oh mein Gott. Das könnte AIDS werden. Das könnte echt AIDS werden. Ich mach lieber auf Nummer sicher, ne? Kein Bock jetzt direkt wieder wegen so einer Kacke zu sterben. Ne, dann mach ich lieber auf Nummer safe. Okay, wir kriegen gar keinen Raum, auch gut. Tears Up und Shotspeed. Okay, nice.
Sehr gut, weiter geht's. So, jetzt hätte ich gerne bitte einen Teufels... einen Engelsraum. Oh, jetzt habe ich Teufelsziel gesagt. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wirklich einen. Hopp. Oh, guck mal, der headbangt, Alter. Links, rechts, links, rechts. Aber ich hoffe, ich... Wow. Ich hoffe, ich kriege jetzt trotzdem einen Engelsraum. Das Attack Speed Upgrade hier durch den, durch die Toothpicks ist sehr geil, ne? Können wir gut gebrauchen. Wir haben ja vorhin so ein kleines Attack Speed Down bekommen. Sowieso immer nervig. Das ist immer so typisch für mich. Wenn ich mal eine Pille mitnehme, ne, dann ist halt immer irgendeine negative. Das ist so der Klassiker. Hä? Willst du mich trollen? So, was haben wir denn hier? Okay, das ist ein Durchgang zur nächsten Ebene. Syndrom. Da muss man aufpassen. Ja, wenn man beim Syndrom getroffen wird, dann hat man ein Problem. Devil, Hanged Man. Hanged Man macht gar keinen Sinn. Devil aber. Devil ist cool. Ich überlege gerade, können wir noch irgendwas machen? Wir können eigentlich noch was machen, bevor wir zum Boss gehen, ne? Also wir könnten theoretisch auch direkt zum Boss gehen, aber wir können vielleicht ja noch irgendeine gute Tat machen. Ja? Vielleicht noch einen Bettler füttern oder so. Müssen wir mal schauen. Nice, sehr gut, da wollte ich auch hin. Na, da wollte ich nicht unbedingt hin. Aber gut. Nehme ich jetzt mal an. So, was cool wäre... Tears down, ja, hab ich mir gemerkt. Was cool wäre, wäre im Schatzraum irgendein Damage Up... Na, obwohl ein Damage Upgrade? Ja, doch, ein Damage Upgrade. Oder vielleicht ein... sowas wie Piercing Shots oder sowas. Das wäre auch cool. Item-Martyr, die Pille... Ey, das ist nicht so geil. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nice. Okay, nichts Schlimmes. Ich dachte schon, er bringt mich an einen Ort, wo ich nicht unbedingt hin will. Ich meine, da wollte ich auch nicht unbedingt hin, aber es hätte schlimmer sein können. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt direkt zum Boss gekommen oder so. Oder da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf gehabt. So, wir müssen uns noch die Karte Devil holen. Hopp, hopp. Easy. So, wo ist denn unsere Karte? Da hinten. Schatzraum wird wahrscheinlich da unten irgendwo liegen. Ja. Okay. Dann gehen wir mal unten hin. Ich glaube, hier ist der Schatzraum. Ich habe da so ein Gespür. Naja, mein Gespür, das täuscht mich nie. Der hält einfach mega viel aus, der Vieh. Oh. The Fool. The Fool ist eigentlich auch gar nicht bad. Oh, fuck. Wenn man gegen den stirbt, dann hat man echt... oh, Gott. Dann hat man echt verloren. Weil, weiß nicht, gegen den kannst du eigentlich normalerweise gar nicht sterben. Der hat nur zwei Attack-Variationen und die sind halt beide wack. Bosskampfräume sind so scheiße. So scheiße unfair. Warum sind da solche Larifari-Dinger drin? Versteh's nicht. Was soll ich damit anfangen, mit so einer Kiste? Ich meine, klar, da kann auch was richtig Geiles drin sein. Minimash, das ist eigentlich ganz gut. Speed und Range. Wir sind eh ein bisschen langsam und wir sind vor allen Dingen größer geworden. Das heißt, durch den Minimash werden wir nochmal ein bisschen kleiner. Was eigentlich auch ganz geil ist. Wir gehen mal zum Boss. Devil. Uah. Ist das der Summon Gurdy? Ich glaube ja, oder? Nee. Doch nicht. Wobei der Summon Gurdy hat auch, glaube ich, eine andere Haarfarbe, sag ich schon, Hautfarbe, oder? Der sieht immer anders aus. Aber gegen Gurdy kann man eigentlich auch nicht sterben. Also wenn man fliegen kann, sowieso nicht, ne? Was soll ich damit? Ah, damit kann ich wieder nichts anfangen, ey. Das ist so kacke. Ja, scheiße.
Richtig scheiße. Nice. Komm schon. RIP. Besser, jetzt haben wir mal Damage. Und dann... Wow. Dann kriegen wir nichts hier für unseren fucking Teufelsstil, ne? Für unseren Engelstil. Das ist wieder so der Klassiker. High Priestess. Oh, die Karte hasse ich. Die hasse ich halt wirklich, weil... die kann... Irgendwie kann die mich selber kaputt machen. Und deswegen benutze ich die immer irgendwie für so eine Kacke einfach weg. Ich hatte das schon ein paar Mal. Auch wenn wir mit Mom oder so in einem Raum sind oder mit anderen Gegnern. Irgendwie besteht da immer eine Chance, habe ich das Gefühl, dass die mich selber treffen kann. Und dann bin ich RIP. Na? Deswegen, Finger weg von dieser Karte. Die ist Cancer. Cancer! Oh, nice. Cancer Main. Okay, yep. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla. Friends till the end. Okay. Haut mich jetzt nicht um, aber okay. Wir haben echt guten Damage. 7,0 ist echt okay. Die Buttbombs sind eigentlich auch nicht schlecht. Damit können wir auch eine Menge reißen eigentlich. Können wir hier gucken. Naja, da ist es sogar schon. Aber wir haben wieder nur 16% Chance auf den Holy, ne? Das ist halt wieder so unlucky. Keine Ahnung. Hier direkt. Nice. Was haben wir hier? Tower. Ich meine, das sind sehr viele Buttbombs, aber. Weiß nicht. Algis ist halt. OP. OP, OP. Gib mir doch mal den Rock. Ich weiß gar nicht, ob der Rock noch so viel bringt. Aber ich denke mal, er bringt auf jeden Fall mehr als blaue Herzen. Berkano. Berkano ist eigentlich ganz cool. Was haben wir hier? Ja. Deck of Cards. Ja, komm. Nein! Ah, oh, fuck! Ah, nee, doch nicht. Piggy Bank. Ich finde unser Teil, was wir jetzt haben, immer noch am besten. Ah, oh, Telepathie für Dumme ist halt echt wack. Was soll ich mit so einer Kacke? Was soll ich mit so einer Kacke? Wir können uns noch eine Karte holen eventuell, aber wir haben die Algis-Rune. Ich weiß gar nicht. Da geht sowieso nichts drüber. Also für Lost auf jeden Fall nicht. Sündenraum? Warum bin ich da vorhin nicht reingelaufen direkt? Verstehe ich nicht. Wow. Oh mein Gott. Das wäre so unlucky gewesen, hätte mich das jetzt noch getroffen. Ja, gut. Alles klar. Kampfraum haben wir. Wir gehen zum Boss. Und ziehen uns den Boss mal rein. Oh mein Gott. Wieder kein Teufelsstil. Abaddon haben wir bekommen und es bringt uns nichts. Keine Ahnung, was ich tun soll, Leute. Ich habe keinen Plan. Oh, es ist so random, ey. Das ist so kacke. Das ist halt echt scheiße random. Ich meine, klar, cool so. Ich habe Damage. Oh, wie geil. Aber, ja. Und das Schlimme ist halt, selbst wenn wir einen Schlüssel bekommen, Schlüsselteile, dann... Erstmal, wir brauchen auch noch einen zweiten. Und vor allen Dingen, das Schlimmste, wir müssen halt auch durchhoben bis da, ne? Ich meine, nicht, dass wir wieder reinzacken, so wie beim letzten Mal, ne? Irgendjemand hat ja da reingezackt. Bei Mom, ne? Aber das war auch wieder ein bisschen geschuldet, weil wir Ipecac hatten. Ipecac ist halt, ne? Brainfart.
So, dann haust du dich halt selber jedes Mal mit aus dem Leben. Aber trotzdem, ich hab da keinen Bock drauf. Gib mir das Engelsraum. Ich meine, vielleicht kriegen wir jetzt einen, ne? Letztes Mal hatten wir auch hier Glück, glaube ich. Das war die erste Ebene, wo wir dann den Engelsraum hatten. Vielleicht haben wir diesmal auch Glück. Ich meine, wir nehmen schon nie einen Teufelsdeal mit, Alter. Und dann kriegen wir trotzdem keine super hohe Chance auf einen Holy. Das ist so nervig. Fucking lost, Alter. Und das ist nur wegen dem Addon so, ne? Ich meine, normalerweise könnte ich drauf scheißen auf Mega Satan, weil ich einfach Godhead jetzt schon hätte. Aber dadurch, dass das Addon kam, muss ich halt den fucking Scheiß machen, weil ich sonst halt, ne? RIP bin. Oh, warte, ich muss mich kurz konzentrieren. Okay, nice. One makes it small. Das ist gut. Boah, das ist nice. Da zeigt sich wieder, ne? Less is more. Da kriegen wir nämlich Konsumables vom Chests. Oh mein Gott, hätte er mich hier getroffen, wäre ich tot gewesen, ne? Lustigerweise. Yum, 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 yum. Yummy, yummy, yummy. So, wir gehen kurz in den Sündenraum. Was haben wir denn hier? Boom. Machen wir lieber das auch noch weg. Ach, wie sehr ich mich darüber freuen würde in einem normalen Run. Aber bei Lost kann ich da einfach nur mit dem Kopf schütteln, ey. Das ist so retarded. Uff, 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 uff. Aber wir haben jetzt goldene Bomben, ne? Das heißt, wir können einfach die ganze Zeit bomben. Das ist so gut. So, wo ist der Schatzraum? Gib mir den Schatzraum, please. Flixerino. Gib mir das Cheat. Curse Immunity, aber Evil Up. Aber betrifft irgendwie beides. Ich weiß nicht. Irgendwie scheint Evil Up anscheinend overzubringen. Ist das bei Lost einfach random? Ah, keine Ahnung. Fucking Mom, Alter. Fucking Moms Hand. Gib mir Schatzraum. Oh, der ist doch kein Schatzraum. Also viel Damage macht das auch nicht, ne? Merkt ihr das? Also es ist okay, das Item, ne? Aber es ist, haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Zack, 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 zack. Moms Wick. Ja, ist okay. Wir brauchen irgendwas noch, was irgendwie Teufels oder unsere Chance generell erhöht. Unsere Chance auf Liebe. Schade, dass wir das nicht einnehmen können oder hingehen können. Das hat getadet. Leider. So, was haben wir denn? Okay. Bosskampfraum. Was waren da drin? Habe ich da schon reingeguckt? Ich glaube, da war nur eine normale Kiste drin, oder? Weiß ich, für eine normale Kiste will ich da nicht reingehen, ey. Das ist so wack. Keine Ahnung, da kannst du nichts mit reißen. Liebe. Ab und zu können in diesen Steinen halt auch tolle Sachen drin sein. Schatzraum? Secretraum meine ich? Nö, okay. Hier vielleicht? Aber obwohl, ne. Unwahrscheinlich. Dann müssen wir zum Boss gehen. Vielleicht hier unten nochmal gucken. Manchmal ist hier noch ein super Secret. Na, guck mal an. Bob's Rotten. Ist halt die Frage, nehmen wir Joker mit? Ich glaube, wir nehmen Joker mit. Okay. Sehr schön. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh mein Gott. Uff. Okay. Nice. Okay, jetzt haben wir das noch. Und
Ja, wir haben unser erstes Kippis. Das ist sehr schön. Das heißt, wir brauchen nur noch eins. Müssen aber erstmal Marm schaffen, ne? Habe ich nicht vergessen. Bam. Na komm. Höp. Alter. Was ist das denn für eine scheiß Mom, Alter? Einfach so eine Kack-Mom, die ganze Zeit irgendwie nur Viecher spawnt, oder was? Oh. Jetzt kann ich meine Algesrune gleich benutzen. Super. Ich habe einfach kein, also wirklich, ich habe einfach kein Skill mehr in diesem Game. Leute, ich setze erstmal aus mit, nicht mit Isaac, aber mit Lost. Wir machen erstmal keine Lost-Runden mehr. Ich glaube, wir machen erstmal nächste Runde mal wieder so ein Anti-Tilt-Run mit einem normalen Charakter. Ich muss mal gucken, was ich da noch alles habe. Ich habe keine Ahnung, ich muss mich erstmal wieder enttilten. So mit Judas oder so, irgendwas. Eve, keine Ahnung. Wir haben ja noch ein paar. Lilith haben wir auch noch. Wir gucken mal, was wir beim nächsten Mal machen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.